Wir haben letzte Woche aufgehört mit dem Tod von seinem Opa Abdul Muttalib. Bevor sein Opa gestorben ist, bat er seinen Sohn Abu Talib, auf Muhammad aufzupassen. Und Abu Talib war der Lieblingssohn von Abdul Muttalib. Und er war sehr angesehen in der Gesellschaft in Mekka. Ein ehrenhafter Mann, den man respektiert hat. Und sein Vater hat ihn darum gebeten, wenn er stirbt, auf Muhammad aufzupassen. Abu Talib hat auf Muhammad a.s. sehr aufgepasst. Abu Talib war ein armer Mensch. Und als Muhammad in seinem Haus gelebt hat, gab es Segen in dem Haus. Abu Talib, sein Onkel, war ein Geschäftsmann. Und er wollte Muhammad a.s. beibringen, wie man Handel betreibt. Er hat ihn einmal nach Damaskus, nach Scham mitgenommen. Nicht mit dem Auto und nicht mit dem Flugzeug. Zu Fuß oder Kamel oder was noch? Pferde und was noch? Was gab es damals? Esel. Ja? Die sind nach Scham gereist, um dort Geschäfte zu machen. Und Abu Talib hat seinen Neffe mitgenommen, hat Muhammad a.s. mitgenommen. Wie weit ist der Abstand oder die Strecke zwischen Mekka und Damaskus? 1000 Kilometer? Ungefähr, vielleicht mehr. Mehr als 1000 Kilometer. Also Muhammad a.s. war 12 Jahre alt. Dass er mitgegangen ist für einen Jungen, ist keine einfache Sache. Aber er wollte unbedingt lernen und sehen, was man dort alles an Geschäfte betreibt. Als die dort angekommen sind, sie saßen unter einem Baum. Und Muhammad a.s. ist eingeschlafen. Gegenüber von dem Baum gab es ein Sauma'a. Sauma'a ist eine Art Kirche von einem Priester. Und als Muhammad a.s. eingeschlafen ist, der Priester in seiner Sauma'a oder in seiner Kirche hat den Baum beobachtet, wie der Baum sich gewackelt hat. Als ob richtig ein starker Wind gegeben hätte. Obwohl es richtig Sommer war und kein Wind gab. Also die Blätter haben sich bewegt. Dann ist er rausgekommen und hat sich das Ganze angeschaut. Der ist zum Baum hingekommen. Und er sah einen Jungen am Schlafen unter diesem Baum. Und er war sehr aufmerksam auf diesen Jungen. Hat gefragt, wer ist der Vater von diesem Jungen? Man hat ihm gesagt, sein Vater ist gestorben, aber sein Onkel ist dabei. Und sein Onkel ist Abu Talib. Der Priester hat alle Menschen zum Essen eingeladen. Er wollte wissen, wer dieser Junge ist. Er war richtig neugierig. Er hat alle Menschen eingeladen zum Essen. Dann kamen die Männer rein und
Muhammad a.s., der saß immer noch unter dem Baum. Dann hat der Priester nochmal gerufen und gesagt, bitte auch die Jungs und die Kinder sind eingeladen. Er wollte unbedingt, dass Muhammad reinkommt. Dann hat man Muhammad geholt und die haben alle zusammen gegessen. Und der Priester, der hat den Jungen immer im Auge gehabt. Auch die Leute, die waren richtig aufmerksam. Die haben sich gefragt, warum schaut er diesen Jungen immer an und warum beobachtet er diesen Jungen? Als die Menschen rausgingen, kam der Priester zu Muhammad a.s. und hat ihn gefragt, ob er ihm seinen Rücken zeigt. Muhammad a.s., ein Junge, 12 Jahre alt, er hat ihm seinen Rücken gezeigt. Dann hat der Priester Abu Talib aufgerufen und ihm gesagt, Abu Talib, das wird der Prophet Gottes, den wir erwarten. Und seine Beschreibung sind in der Tora und im Evangelium, in El-Jil. Du musst auf deinen Neffe aufpassen und achte auf deinen Neffe. Pass auf ihn auf. Der ist Prophet Gottes und der wird die gesamte Erde regieren. Und pass auf ihn richtig auf von den Juden. Die Juden wussten, dass ein Prophet kommen wird in Arabien. Und einige von denen haben in Arabien schon gelebt und darauf gewartet, bis der Prophet kommt, damit sie ihn töten. Seine Beschreibung haben sie in der Tora gehabt. Was ist die Tora? Was ist die Tora? Die Tora ist das Buch Allahs für die Juden. Allah hat auf Musa a.s. die Tora offenbart. Und was ist Al-Injil, das Evangelium? Gesamte Buch für Jesus also. Allah hat das Evangelium oder Al-Injil auf Isa a.s. offenbart. Und in diesen beiden Büchern stand die Beschreibung von dem Prophet Muhammad a.s. Isa a.s. und Musa a.s. haben den Prophet Muhammad a.s. angekündigt. Und sogar haben sie ihn beschrieben, wie er aussehen wird. Und dieser Priester namens Bahira, als er den Rücken von dem Prophet Muhammad a.s. gesehen hat, er hat ein Muttermal gesehen, schwarzen Muttermal, und aus dieser Muttermal kamen Haare raus. Und das wurde auch in der Tora und im Evangelium beschrieben, dass der Prophet Gottes in Arabien auferweckt wird, namens Muhammad, und dass der letzte Prophet und Gesandte des allmächtigen Gottes für alle Menschen, und der hat diese Beschreibung. Und ein Siegel der Propheten oder ein Siegel des Prophetentums wird man auf seinen Rücken finden. Ja? Muttermal mit Bahar. Bahira hat Abu Talib gesagt, du darfst hier nicht lange bleiben. Und Abu Talib hat tatsächlich Angst um Muhammad gehabt. Der hat seine Reise unterbrochen und nach Mekka zurückgegangen.
Dort hat Mohammed a.s. weiter gelebt in Mekka und er wollte Abu Talib helfen, weil Abu Talib ein armer Mensch war, also sein Onkel war ein armer Mensch, er wollte ihm helfen. Womit sollte er ihm helfen? Es gab damals keine Industrie. Mekka, das ist fast eine Wüste, da wächst kaum ein Baum und Handel war für ihn in diesem Alter nicht so einfach. Er hat als Schäfer gearbeitet, jahrelang. Und fast alle Propheten des allmächtigen Gottes waren auch Schäfer. Wisst ihr warum? Wisst ihr warum? Damit man weiß, wie man Menschen erzieht, wenn man Schäfer ist. Man lernt Geduld. Man lernt Ausdauer. Man lernt Barmherzigkeit. Und so weiter. Er hat als Schäfer gearbeitet, um seinen Onkel zu unterstützen, zu helfen. Und alle Menschen haben ihn geliebt. Er war geduldig, aufmerksam, nett, lieb zu allen Menschen, aufrichtig. Er hat keinen angelogen. Und er hat immer die Wahrheit gesagt. Alle Jungs in seinem Alter haben Alkohol getrunken. Er hat nie Alkohol getrunken. Die Jungs in seinem Alter haben gespielt mit Geld und mit anderen Dingen. Er hat das nie getan. Die Jungs in seinem Alter haben die Götzen angebetet. Ihr wisst, in Mekka gab es 360 Götzen. Was sind die Götzen? Statuen. Das waren deren Götter. Jede Familie hat einen Gott zu Hause gehabt, genauso wie Maria-Figur. Wenn du zu einem hingehst und sagst, warum betest du diese Statue an? Er sagt, nein, ich bete nicht diese Statue an. Die Seele von Maria ist in dieser Statue drin. Ja, so haben die Araber damals ihren Götzendienst betrieben. Und das ist die Sünde, die Allah nicht vergibt. Das darf man nicht machen. Also Allah hat ihn beschützt, dass er niemals die Götzen angebetet hat. Sogar seine Familie hat mehrmals versucht, ihn zu zwingen, die Götzen anzubeten. Sie haben sehr oft mit ihm geschimpft, dass er nach Mekka geht, nach Kaaba geht und die Götzen anbetet. Und Allah hat ihn davor bewahrt. Ja? Es gab ein Ereignis in Mekka. Einmal hat es richtig stark geregnet in Mekka und die Kaaba war fast zerstört. Und ihr wisst, es gibt dort einen schwarzen Stein. Woher kommt dieser schwarze Stein? Vom Paradies. Ja? Und dieser Stein lag auf dem Boden und die Stämme in Mekka, die haben fast einen Krieg durchgeführt. Welcher Stamm soll den Stein aufheben und an seinen Platz hintut? Und sie waren so stur, dass sie fast angefangen haben, Kriege durchzuführen. Also vier Stämme, sie wollten sich
gegenseitig bekämpfen, weil jeder von denen oder jeder Stamm wollte gerne den Stein Silber aufheben und an seinen Platz tun. Und kurz bevor sie angefangen haben, Krieg durchzuführen, kam einer und sagte, ich habe einen Vorschlag. Wir sitzen uns hier und der Erste, der reinkommt zu uns, ist der Schiedsrichter. Und wer ist reingekommen? Mohammed a.s. Der ist reingekommen und sie haben ihm gesagt, schau mal, wir haben ein großes Problem. Wer soll von uns diesen Stein aufheben und seinen Platz drauf tun? Hat sich überlegt und nahm ein Tuch und hat den schwarzen Stein auf dem Tuch drauf getan und gesagt, ihr seid vier Stämme. Jeder Stamm von euch soll eine Ecke nehmen. Und so habt ihr alle den Stein gehoben. Und das war Frieden. Sie haben keine Kriege durchgeführt. Danach hat der Prophet Muhammad a.s., bevor er Prophet geworden ist, angefangen zu handeln. Womit? Womit hat er gehandelt? Genau wie sein Onkel. Genauso wie sein Onkel, genauso wie seine Familie. Die meisten seiner Familie waren Händler. Und die haben in jedem Jahr zwei Reisen gemacht. Eine Reise nach Scham, also nach Damaskus. Damaskus war ein Zinter, also Handelszinter, wie heutzutage Dubai. Und die zweite Reise nach Jemen. Und sie haben Ware gekauft dort. Und immer, wenn sie dahin gefahren sind, haben sie Ware mitgenommen. Das heißt, sie haben Ware verkauft und Ware gekauft und in Mekka weiterverkauft. Und dadurch haben sie Gewinn gehabt, wenn sie das verkauft haben. Das war deren Handel damals. Ich gebe euch nur ein kleines Beispiel. Zum Beispiel, in Mekka braucht man Oliven. Ja? Es gibt dort kein Oliven. Aber die haben dort Schafe gehabt. Man hat Schafe mitgenommen nach Damaskus oder nach Jemen, die Schafe verkauft und dafür Oliven gekauft. Und man ist nach Mekka zurückgekommen und hat man die Oliven weiterverkauft mit einer Gewinnspanne. Das war deren Handel damals. Das ist nur ein kleines Beispiel. Ja? Und Muhammad a.s. war ein Händler. Als er 20 Jahre alt war, hat er angefangen zu handeln. Und er war ein wahrhaftiger Händler. Ein intelligenter Händler. Sein Handel hat immer Gewinne gebracht. Und inshallah, nächste Woche machen wir weiter mit der Geschichte von dem Propheten Muhammad a.s. Jetzt machen wir was anderes, damit ihr richtig wach werdet. Wann ist der Geburtstag von dem Propheten Muhammad a.s.? Vorgestern. Vorgestern. Und hast du gefeiert? Ja? Nein. Wer hat gefeiert? Wer hat gefeiert? Was heißt denn gefeiert? Ja, mitgefeiert. Ja. Mitgetanzt und. Nein? Nein? Getanzt nicht. Ich weiß, ihr liebt alle den Propheten Muhammad a.s.
Oder? Gibt es jemanden, der den Propheten nicht liebt? Jeder von uns Muslime liebt den Propheten Muhammad. Aber unsere Liebe bedeutet zu ihm nicht, dass wir nur seinen Geburtstag feiern, wie die Christen. Was ist von Jesus übrig geblieben? Nur sein Geburtstag. Und das sollte nicht der Fall bei uns Muslime sein. Wer den Prophet liebt, der soll ihm folgen. Warum feiern wir seinen Geburtstag nicht? Erstens, er hat selber seinen Geburtstag nicht gefeiert. Zweitens, seine Gefährten, die Sahaba, haben auch niemals seinen Geburtstag gefeiert. Wenn du den Prophet liebst, dann folge ihm. Denn das ist ein Befehl von Allah. Wer den Prophet liebt, der soll ihm folgen. Wer Allah liebt, der soll den Prophet folgen. Das ist auch ein Befehl von Allah. Aber nicht seinen Geburtstag feiern und nicht beten und nicht fasten und kein Kopftuch tragen und die Religion nicht praktizieren. Ist das dieser Geburtstag von dem Prophet eine Lüge? Nein, das ist keine Lüge. Aber das ist nicht von der Religion. Ach so. Ja? Es ist nicht von der Religion, sonst wird der Prophet a.s. sagen, feiert meinen Geburtstag. Wir tun nur das, was der Prophet a.s. getan hat. Nicht mehr und nicht weniger. Und unser Maßstab ist Koran und Sunna. Die Gefährten des Propheten haben niemals seinen Geburtstag gefeiert, obwohl sie ihn mehr geliebt haben als wir. Ja?